Servus Leute, heute geht es um die Auflösung der Viola Fanatics am heutigen Tage. Viel Spaß mit dem Video und sportfrei. Seit dem 29. September 2001 stehen sie im Stadion, die Viola Fanatics vom FK Austria Wien, doch heute am Dienstag haben sie ihre Auflösung bekannt gegeben. Denn am Tag vor dem Heimspiel gegen den Linzer ASK wurde der Jugendsektion der Ultragruppe, ein wichtiger Bestandteil ihrer 15-Jahres-Choreo, entwendet. Daraufhin lösten die Viola Fanatics zunächst die Jugendsektion und nun auch die Hauptgruppe auf. Die Viola Fanatics bestätigten aber, dass sich alle wichtigen Zaunfahnen der Gruppe weiterhin in ihren Händen befinden. Von einem Tag zum anderen löst sich eine so große Ultra-Gruppierung auf. Einerseits sehr traurig, aber auch sehr stark von ihnen, dass sie den Ultra-Kodex befolgen. Das Statement von ihnen möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Jetzt hört ihr die Auflösungserklärung der Viola Fanatics. Der fanatische violette Vorhang ist gefallen. Seit unserer Gründung am 29.09.2001 waren wir stets bestrebt und bemüht, das Beste für unseren großen Verein, die Wiener Austria, der alten Westtribüne, dem jetzigen Ostblock und natürlich unserer Gruppe mit aller Kraft, vollster Überzeugung, größter Motivation, tiefstem Herzblut und unvergleichbaren Fanatismus herauszuholen. In unserem Namen Viola Fanatics Austria Wien 2001 geben wir mit dem gestrigen Abend, unter Tränen und gebrochenen Herzen, die beschlossene Auflösung unseres geliebten Fanclubs bekannt. Über den ausschlaggebenden Grund machen wir kein Geheimnis mehr. Am Tag vor dem Heimspiel gegen den Linzer ASK wurde unserer Jugendsektion, Junge Legion, ein wichtiger Bestandteil ihrer 15-Jahres-Choreografie entwendet. Hierzu müssen wir ehrlich eingestehen, dass die Gegenwehr nicht in der Form stattfand, wie wir es mit unseren Werten, unserer Ideologie und unserer großen Historie vereinbaren können. Noch am selben Tag beschloss das Direttivo der Hauptgruppe unserer Jugendsektion nach unzählbaren Gründungsjahren, vielen Höhen und Tiefen sowie einer Neustrukturierung endgültig aufzulösen. Selbstreflektierend im Zuge der Auflösung der Jugendsektion müssen wir uns selbst eingestehen, dass vor allem in den letzten Jahren unsere Geschichte nicht alles so verlief, wie es uns die Vorväter der Gruppe seit der Gründung 2001 mit auf den Weg gaben. Sinngemäß der Werte, welcher wir immer vertraten, müssen wir uns bewusst sein, dass wir mit dem Werdegang der allgemeinen Ultraskultur als VF nicht mehr konform gehen. Die Zeiten haben sich geändert, doch wir haben es sowohl als aktive Einzelpersonen, als auch aus teilweise gesamte Gruppe verabsäumt, mit dem Wandel der Zeit zu gehen. Obwohl, wenn wir uns wirklich ehrlich sind, wir als VF dies auch niemals wirklich wollten. Für uns stand immer an erster Stelle, dass wir uns am Ende jedes einzelnen Tages unserer Existenz in den Spiegel schauen konnten. Wir haben vor allem in den letzten Jahren nur mehr durch unermüdliches Engagement einzelner Mitglieder unseren großen Namen ganz oben, und damit meinen wir wirklich ganz oben, gehalten. Außerdem geben wir zu, dass wir es weder geschafft haben, unser geliebtes Manifest in den eigenen Reihen zu verankern, noch unsere totale Überzeugung für Austria Wien alles zu geben, in der Kurve zu festigen, wie es für eine große Hauptgruppe sein sollte. Wir bedanken uns für mehr als 2 Jahrzehnte Fanatismus bei Austria Wien und wollen allen Brüdern, Freunden, Unterstützern, Bekannten, Wegbegleitern, sowie allen befreundeten Fanszenen aus dem Ausland größten Dank aussprechen. Ohne euch alle, wären wir niemals diese große Gruppe mit Erfolgen, unzähligen Choreografien, lauten Gesängen und unzählig vielen besuchten Spielen von Austria Wien gewesen. Diese Bilder und Momente werden wir niemals aus unseren verwundeten Herzen loslassen. Auch unsere Feinde, welche es nicht versäumten, unser Leben schwer zu machen, uns regelrecht am Arsch zu gehen, uns stets versucht haben, unsere Willensstärke zu brechen und uns immer und immer wieder Steine in den Weg gelegt haben, wollen wir nicht unerwähnt lassen.
Mit der Tatsache, dass unser Weg an einem aussichtslosen Punkt ohne weitere Lösungen angelangt ist, ist der aktuelle Standpunkt der Gruppe geebnet. Zum Abschluss wollen wir das Gerücht dementieren, dass unser Heimfetzen abhanden gekommen sein soll. Dies entspricht nicht der Wahrheit. Alle Transparente und Fetzen, welche unsere jahrelangen Begleiter waren und in vielen Stadien dieser Welt die Zäune zierten, befinden sich nach wie vor in unseren Händen. Auch alle anderen Gerüchte, welche momentan um unsere Gruppe kursieren, sind schlicht und einfach falsch. Austria Wien wird auch ohne unserer Gruppe das Größte sein. Langes Leben den Viola Fanatics Austria Wien. Wien, am 4. April 2023. Was haltet ihr von dem gesamten Vorfall? Schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auch gerne einen Like da und abonniert diesen Kanal. Ich möchte noch einmal Respekt an die Viola Fanatics aussprechen und verabschiede mich hiermit vom Video.